Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rennen hier im Rennkalender. E3 Harelbeke steht auf dem Programm und damit ein weiteres World Tour Rennen, wenn ich mich nicht täusche. Wir schauen mal kurz auf das Teilnehmerfeld. Das sieht sehr nach World Tour aus. Alle World Tour Mannschaften sind mit dabei. Des Weiteren die Zweitligisten Verandas, Willems, Vital Concept, Vonti Group, Gobbert und WB Aqua Project sowie auch Sport Flanderen sind wieder mit am Start. Danny McLay, ich würde sagen, ey, komm, scheiß drauf, ist halt mal einer der Ausreißer, einer derer, die versuchen, sich von Anfang an abzusetzen. Weil warum nicht? Kenny De Hees ist gleich mit dabei, der ebenfalls ein guter Sprinter ist. Aus Belgien, Bakelands und Gogel folgen und Jan Bakelands, ja, das ist schon ein krasser Typ, der hier hinterher fährt. Fangen Echten und noch einige andere probieren sich davon zu stehlen. Ja, und Danny McLay, der ist jetzt erstmal vorne, unser Top-Sprinter aus dem Team. Schauen wir mal, ob er ja, aus einer Ausreißergruppe vielleicht mehr Chancen hat, hier zu Saisonsieg Nummer 2 zu kommen. Ach ja, das Spiel ist anstrengend. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Letzte Folge habe ich mich auch tierisch aufgeregt, weil es überhaupt nicht lief wie erhofft. Ja, das war wirklich hart. War auch nicht gespielt oder so. Da war ich wirklich am Ende sehr, sehr gefrustet mit diesem zweiten Platz von Haldobe. Von daher hoffe ich, dass es heute bei dieser Aufnahme einfach mal ein bisschen besser läuft und wieder nicht wieder in solche Probleme reingeraten. So, wen haben wir hier vorne alles? Also wir haben Gogel aus Österreich, Bakelands und De Hees, McLay, dann Rosa von Sky, Le Croc, Van Höcke, Troja, Power, Guarnieri, sprechen jedes Mal falsch aus. Corset ist mit dabei. Würz, Kürvers und Fangenächten. Der Sprinter vom Team Vital Concept. Deren eigentlicher Kapitän Brion Coquart ist heute nicht mit dabei. Wir sehen die Namen, die hier so teilnehmen. Ja, was soll ich sagen? Na, ist wieder mal die Creme de la Creme, die hier am Start ist. Von daher schauen wir mal, Danny McLay ist ja heute, denke ich mal, in ganz guter Gesellschaft. 14 Fahrer sind vorne in der Ausreißergruppe und wir schauen mal, wie das Rennen sich entwickeln wird. Das Profil sieht wie folgt aus. Gleich geht es also auf einen ersten Kopfsteinpflasterabschnitt, dem folgt dann sehr gleich der zweite. Dann kommt ein dritter mit Hügel. Dann gibt es eine sehr, sehr wellige Passage mit einigen Kopfsteinpflasterabschnitten. Und dann ein letzter Hügel ohne Kopfsteinpflaster, ehe es dann mehr oder weniger flach ins Ziel geht. Also eine kräftezehrende Strecke. Ja, typisch für diese Art von Klassikern. Haben wir ja schon sehr oft gesehen, solche Strecken in dieser Art und Form. Und ich würde sagen, achso, wen haben wir überhaupt dabei? Genau, neben Danny McLay, ihr habt es bestimmt schon gesehen, Lukas Spengler natürlich, Ivan Santaromita, Al-Ali, Ibrahim, Jan Sokol, Suajin, Liu und Andy Stauf. Das sind also die Teilnehmer aus unserem Team heute. Dalibor Kulic wäre eigentlich auch prädestiniert für diese Art von Rennen, aber ihr wisst ja, er ist in der Katalonien-Rundfahrt unterwegs, um seine Form noch so ein bisschen zu schleifen, sich den Feinschliff zu holen für die wirklich wichtigen Rennen wie Paris-Roubaix, wie die Flandern-Rundfahrt, damit er dort eben auch gut dabei ist. Santaromita, mir ist wichtig, dass der heute geschützt wird, denn er ist durchaus einer, dem hier etwas zuzutrauen ist. Auch Sorgin Liu eigentlich. Ich habe ihn heute aber mal als Helfer für Spengler eingeteilt, weil mit der Tagesform von minus 3 hat er, glaube ich, nicht die besten Beine, um hier bei so einem Rennen vorne mit anzukommen. 2 Minuten Vorsprung haben die Ausreißer. Das ist wirklich nicht sehr viel, wenn man bedenkt, dass es noch über 140 Kilometer bis zum Ziel sind. So, in Bälde kommen wir zur nächsten Pflasterpassage.
gesagt, das Wichtige dabei ist einfach für McLay dranbleiben, genauso wie auch für unsere Jungs im Hauptfeld. Das ist das Wichtige. Ja, McLay, der hat hier schon ganz schön Probleme, dem Tempo zu folgen. Das hätte ich so nicht erwartet, aber ja, ist da doch ganz schön am Ende seiner Kräfte. Aber Power und Kürvas, denen geht es da noch schlechter als Danny McLay. Und Al-Ali Ibrahim, der hat gleich mal den Kontakt zum Feld verloren. Genauso auch wie Santa Rumita. Der ist jetzt schon völlig platt. Uiuiui. Das ist nicht gut. Und bei bei Al-Ali Ibrahim ist halt das Problem, er sollte ja eigentlich die Flaschen nach vorne bringen. Und das wird jetzt wohl nicht mehr klappen. Markel Irisar sehen wir hier. Der hat auch Probleme. Scheinbar einen Defekt gehabt. Und deshalb jetzt also Andy Stauf, der nächste Flaschenholer aus unserem Team. Jascha Süterlin sehen wir hier. Auch er holt jetzt Getränke für das Team. So, Al-Ali Ibrahim hier in einer guten Gruppe mit Ian Stannard. Also durchaus auch starke Namen hier drin, aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Jetzt sind sie wieder dran am Feld und damit ist auch Al-Ali Ibrahim wieder ein Teil des Hauptfeldes. Was geht ab bei Santa Rumita? Ich lasse ihn jetzt erstmal nach der eigenen Kräfte, Verhältnisse, Gedöns fahren. Aber er ist wirklich abgehängt und er ist aktuell sogar letzter im Rennen. Also ganz, ganz bittere Pille gerade. Ich lasse ihn nochmal weiterfahren. Und sag ihm nicht, er soll aufgeben, weil kann ja sein, dass er nochmal rankommt. So, die ersten kurzen Abschnitte sind geschehen. Jetzt kommt gleich dieser Zwischenstück mit dem Kopfsteinpflasterabschnitt und dem sanften Hügel. Und dann geht's wirklich happig zur Sache. Und Santa Rumita, für den war das Pflaster einfach nichts. Das muss man sagen. Der hat dieses Kopfsteinpflaster nicht gut verkraftet. Er holt sich hier auch nicht mehr davon. Und ist einfach jetzt zurückgefallen. Ja, schauen wir mal. Ich gebe die Hoffnung mal noch nicht auf. Vielleicht kommt er nochmal ran. Wenn nicht, dann soll das Rennen einfach beenden an dieser Stelle. Hat ja sonst auch keinen Zweck. Und drei Fahrer sind hier unterwegs. Ist das ein Angriff? Sonny Colbrelli, De Backer und Pedersen. Okay. Tatsächlich eine Attacke. Und die nächste Attacke kommt sofort. Edward Toins greift an. Vom Team Sunweb. Da sind noch einige andere jetzt unterwegs, die hier Attacken setzen. So, Ibrahim, dem ist jetzt natürlich langweilig. Hat ja eigentlich Santa Rumita beschützt. Das kann er jetzt nicht mehr. Apropos, wie geht's ihm? Wo ist er? Ja, eine Minute Rückstand. Komm. Lass gut sein. Das ist nicht sein Rennen. Das ist nicht sein Tag. Bevor er jetzt noch irgendwie stürzt auf diesen Untergrund oder sowas. Komm. Gib auf, ist okay. Bringt ja nichts. Also da haben wir es. Aufgabe von Ivan Santa Rumita. Und jetzt ist Sonny Colbrelli vorne. Mats Pedersen folgt der Däne. Dahinter dann Edward Toins und Bert De Backer. Dann Luke Durbridge und Jansen von Lotto Jumbo NL. Und gleich gibt es also den nächsten Abschnitt mit Kopfsteinpflaster. McLay ist schon drin. 20 Fahrer jetzt an der Spitze. Also eine wirklich große Ausreißergruppe mittlerweile. Das muss man echt so sagen. So, wir machen jetzt kein Tempo mehr. Wie eigentlich schon die ganze Zeit. Drei Fahrer von Vital Concept. Also die bauen hier wirklich auf diese Spitzengruppe. 2 Minuten 40 Vorsprung, noch 100 Kilometer bis ins Ziel, ziemlich genau. Und das wird noch richtig, richtig anstrengend, dieses Rennen. Wie gesagt, jetzt ist diese kleine Übergangsphase und danach geht es ja erst so richtig los. Und wir haben Attacken, wie es aussieht. Alexander Christoph und wohl auch Ian Stannard haben es probiert. Stannard versucht es gerade nochmal.
in diesem Moment. Aber dass Alexander Christoph hier auch angreift, das zeigt eben auch, dass es heute sehr, sehr hügelig und sehr, sehr schwierig damit ist. Auch Matthew Heyman greift an. Heinrich Hausler ebenfalls mit der Attacke. Heyman, muss ich es erwähnen, der ehemalige Sieger von Paris-Roubaix, ist natürlich ein guter auf diesem Untergrund. Und das ist halt auch wieder das Besondere an diesem Rennen. Jetzt auch Oliveira und Van Kersburg mit Attacken. Das sind wirklich die einzigen Rennen, bei denen man 100 Kilometer vor dem Ziel eine ernsthafte Attacke sieht von wirklich großen Namen. Von Kersburg und Oliveira, und die beiden kommen auch ganz gut weg, muss man echt sagen. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vorne sind es immer noch 20 Fahrer. Renntempo ist noch nicht allzu anspruchsvoll. Also Danny McLay kann hier auch noch ganz locker mitfahren bisher. Kann sich hier nochmal Getränke holen. Auch Al-Ali Ibrahim kann das nochmal machen, bevor es hier richtig anspruchsvoll wird. Ist das, denke ich, eine ganz gute Idee. 21 Fahrer sind es jetzt. Weiß nicht genau, wer jetzt aufgeschlossen hat, aber Christoph. Alexander Christoph von UAE. Er ist jetzt also auch hier mit drin. Wow. Sieht jetzt ein bisschen platt aus von dieser Verfolgungsjagd. Aber er ist mit drin. Und drei Fahrer sind immer noch auf der Verfolgung. Heyman, Van Kersburg und Oliveira. Die drei wollen auch noch mit in diese große, große Spitzengruppe. Ja, schauen wir mal, ob das hier die richtige Gruppe ist. So, die Übergangsphase ist jetzt geschafft. Und jetzt geht's in den richtig anspruchsvollen Abschnitt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hügel. Davon ganze 6 mit Kopfsteinpflaster. Das wird jetzt richtig anspruchsvoll. Und Van Kersburg hat einen Defekt. Ist das bitter, da ist er wieder zurück im Feld. Matthew Heyman sieht auch so aus, als würde er eingeholt werden. Und natürlich auch Pech für Nelson Oliveira, der beinahe in der Gruppe ist, aber eben nur beinahe. Und jetzt ganz alleine kämpfen muss. Diego Rosa führt die Gruppe an. Auch einer, dem dieser Untergrund eigentlich nicht so liegt. Eher ein Bergfahrer, der Italiener. Das heißt, es über diese Hügel mit rüberkommen. Das wird schwierig für Danny McLay. Ganz klar, das wird sehr, sehr schwierig. Auch für Stauf und Co. wird das eine sehr schwierige Aufgabe. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Einzige, der an Hügeln wirklich verlässlich gut ist, das wäre eben Santa Romita gewesen. Und der ist ausgestiegen, nachdem er schon beim ersten Kopfsteinpflasterabschnitt das Tempo des Feldes nicht halten konnte. Aber mal so gar nicht. Spengler heute auch in herausragender Form. Plus 3er Tagesform. Auch so Kohl ist gut drauf. Immer noch 2 Minuten Vorsprung. 64 Kilometer noch. Bis ins Ziel. Jetzt der erste harte Kopfsteinpflasteranstieg. Vorbei an Corset, denn der fällt da zurück und da verliert McLay den Anschluss zum Feld. Er ist halt kein Spezialist auf diesem Gebiet. Und das merkt man da wieder. Spengler, der ist schön weit vorne. Dem macht das hier auch gar nicht so viel aus, wie es aussieht. Ja, und McLay, der ist jetzt hier zurückgefallen. Oh, hier ist noch eine Gruppe von drei Quickstep-Fahrern unter anderem. Und dahinter das Hauptfeld mit Lukas Spengler. So, Daniel McLay macht jetzt kein Tempo mehr, sondern wartet lieber auf seinen Teamkollegen und Teamkapitän sozusagen, auf Lukas Spengler. Der ist hier hinten drin. McLay passt jetzt so ein bisschen auf ihn auf.
beschützt ihn so gut es geht. Tempo sehr, sehr hoch. Stefan Küng schlägt hier ein wahnsinnig hohes Tempo an. Der ist am Kopfsteinpflaster auch nicht der schlechteste. Und McLay beschützt Spengler. Wo ist Jan Sokol? Oh, der hat schon richtig viel Rückstand. Der hat schon richtig viel Rückstand, also sieht nicht so aus, als würde der hier eine große Rolle spielen um den Sieg. Oder um irgendwas. So, hier also die ersten im Hauptfeld. Mit dem Weltmeister Peter Sagan. Ja, man muss wirklich aufpassen, dass hier keine Lücken entstehen, wo man dann zurückfällt. Und genau das Problem ist hier wieder der Fall. Ich hoffe, Boasson Hagen kann diese Lücke zufahren. Van Avermaet ist hier mit dabei. Das ist jetzt halt schwierig. Und McLay, der hat jetzt auch ausgesorgt. Ich glaube, was heißt ausgesorgt? Der ist jetzt, glaube ich, gleich platt, wie es aussieht. So, hier vorne also die Spitzengruppe, die jetzt so langsam zerfällt. Dahinter eine Gruppe mit Terpstra, Sagan und Co. Dann eine Gruppe um Hausler und Co., wo auch Lukas Spengler mit drin ist. 50 Kilometer vor dem Ziel. McLay, ja, wie gesagt, der ist jetzt wohl platt, der hat hier ausgedient. Keine Chance mehr, diesem horrenden Tempo zu folgen. Gruppe Sagan wurde eingeholt. Damit 12 Fahrer an der Spitze, dahinter eine große Gruppe mit 32 Leuten. Spengler ist noch mit dabei, geht hier sehr schön weit vorne in diesen nächsten Kopfsteinpflasterabschnitt hinein. So muss es machen. Genau richtige Arbeitsweise hier von Lukas Spengler. Stannard sieht schon ziemlich platt aus. Vorne jetzt Stieber, der das Tempo macht. So, was haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch drei Hügel. Zwei davon mit Pflaster. Also nicht mehr allzu viel zu fahren in diesem Rennen. Das Gröbste haben wir hinter uns. Kann man wirklich so sagen. Ich fahre jetzt nur noch mit Einsatzbalken. Fangenechten ist noch mit dabei. Gleich nochmal ein harter Anstieg hier, den Spengler jetzt bewältigen muss. Und das ist jetzt natürlich hart. Und hier geht es fast senkrecht bergauf. Die Besten, die kommen da halt sehr schnell rüber. Sagan sieht noch übelst locker aus. Aber Spengler sieht auch nicht übel aus. Das muss man ihm einfach lassen. Das muss... Oh, warte mal. Nee, wir fahren einfach mal weiter. Das muss man ihm lassen. Er sieht hier sehr, sehr gut aus bis jetzt. Am Hinterrad von Van Avermaet. Das ist nicht so übel. Sagan hat eine kleine Lücke. Schauen wir mal. Wie ist das Rennen? Vorne immer noch diese Spitzengruppe. Ja, das sind alles Spitzengruppenleute. Dahinter Sagan, dann Küng, Van Avermaet und Spengler. Und dann die Gruppe mit Niki Terpstra. Wow, wow, warte mal. Ich dachte schon, das wäre McLay. War aber Boasson Hagen. Wo haben wir denn Danny McLay? Wahrscheinlich sehr, sehr weit hinten. Befürchte ich, vermute ich. Hier hinten ist er zusammen mit Liu in einer Gruppe. Upsa. Nicht 37% Einsatz nur machen.
Ein bisschen wenig. So, zweiter Anstieg mit Kopfsteinpflaster. Wie gesagt, danach kommt noch einer ohne Pflaster. Und dann ist das Gröbste auch schon um. Also Spengler hat hier eine gute Chance, echt eine gute Platzierung rauszufahren. Natürlich darf man jetzt auch nicht übertreiben an diesen Anstiegen. Denn mit diesen Leuten zu fahren, bedeutet halt auch eine riesige Kraftanstrengung. Jetzt ist er immerhin in der Gruppe mit Terpstra, Binot und Van Aert. Also auch keine kleinen Fische im Teich. Stieber kommt da zurück. Jasper Stuyven versucht dran zu bleiben. Eben das versucht jetzt auch Spengler, aber er muss die Gruppe ziehen lassen, wie es aussieht. Ja, Tiesch Benoot fährt jetzt vor ihm. Darf jetzt natürlich auch nicht zu sehr in den roten Bereich gehen, aber es ist keine größere Gruppe hinter ihm momentan. Das ist schon mal positiv. Da vorne fahren Moscon, Van Aert und Co. Und ganz, ganz vorne jetzt die Gruppe mit Sagan, Van Avermaet und den restlichen Ausreißern, die es noch schaffen, hier mitzuhalten. Ein Hügel kommt noch und jetzt versucht natürlich Binot, seine unglaubliche Qualität am Hügel auszuspielen. Wenig überraschend. Aber er scheint auch nicht mehr ganz fit zu sein. Wie es scheint. So können wir noch mal ein bisschen Zeit gut machen auf die Gruppe vor uns. So. Das Gröbste ist geschafft. Nur noch ein kleiner Mini-Hügel. Mehr ist es nicht mehr. Hier sechs Fahrer. Gilbert, Trentin, Stuyven, Küng und Hausler. Ich zähle allerdings fünf. Ah, Boassenhagen fällt gerade zurück. Dann Swaits, dann Van Baarle, dann Van Marke. Hier käme die nächste große Gruppe. Die gilt es jetzt auf Abstand zu halten. Und Spengler ist gut drauf. 18 Kilometer noch. So, Gilbert und Co. sind dran. Ist okay. In der Gruppe kann man auch bleiben. Stieber, Moscon, Van Aert. Davor die Gruppe, wo noch alles offen ist. Auch noch Ausreißer mit dabei, die man hier scheinbar nicht mehr abgehängt kriegt. So, jetzt kommt dieser kleine Hügel nochmal. Soll ich angreifen? Was meint er? Scheiß drauf, oder? Mutig. Sehr mutig, hier nochmal eine Attacke zu setzen, Lukas Spengler. Aber er kann sich absetzen. Zumindest für den Moment. Aber es sind halt auch Riesennamen, die ihm da jetzt hinterherjagen. Ich werde es nicht müde, das zu betonen, weil es halt einfach so ist. Spengler fährt hier hohes Risiko. 10 Kilometer noch. Ah, da ist er wieder eingeholt von der Gruppe. Da ist er wieder drin. Und jetzt schwindet der rote Balken halt ganz schön. Oh, für uns sind es jetzt erst 10. Oh, das wusste ich nicht. Das ist natürlich schlecht. Komm, ich schnapp mir das Hinterrad von Tiesch Benoot. Der fährt schön weit hinten. Das ist jetzt auch das, wo Spengler sich ausruhen kann, so gut das halt geht. So, hier vorne Colbrelli, dann Teuns und Jansen, Sagan, Van Avermaet, dann Nasen mit einer kleinen Lücke auf die eben genannten, Stieber und dann schon die Gruppe mit Spengler. Also der ist wirklich gut dabei. Van Aert wurde eingeholt, jetzt greift Trentin nochmal an. Okay, der ist scheinbar gut drauf.
Steven, geht mit. Eieiei. Stieber und Trentin, die sehen aber so aus, als könnten die beide noch eingeholt werden. Vorne gewinnt Edward Toins den Rekordbank E3 Harelbeke vor Colbrelli. Und hier hinten sehen schon einige ganz schön platt aus. Aber wirklich, 1,5 Kilometer noch. Und jetzt der Schlusssprint um eine der vorderen Plätze. Ja, und Spengler macht das ganz ordentlich. Er wird 13. Das ist okay, würde ich sagen. Bei dieser Konkurrenz ist ein Platz 13 okay. Wenn man mal schaut, wen er hinter sich gelassen hat. Wout van Aert, Gianni Moscon, Philippe Gilbert, Thies Benoot. Also das sind sehr, sehr klangvolle Namen, die hinter ihm geblieben sind. Das ist wirklich okay. Das ist eine gute Generalprobe. Spengler ist, glaube ich, noch nicht ganz in Bestform. 13. Platz bei Paris-Roubaix. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Verbindung wurde getrennt. Ja, hier sehen wir nochmal einen Schlusssprint. Edward Toins holt sich also den Sieg im Sprint gegen Sonny Colbrelli. Auch nicht selbstverständlich, dass er den im Sprint stehen lässt. Dritter wird etwas überraschend. Amund Gröndahl Jansen, dann Greg van Avermaet, Peter Sagan auf der 5, Oliver Naassen 6. Mats Petersen auf Rang 7, Bert de Backer wird 8. Luke Durbridge auf der 9 und 10. Niki Terpstra. Bester Fahrer von Quickstep übrigens als 10. Auch krass. Auch ziemlich krass. Tja, das war's also mit dem E3 Harelbeke. Spengler auf einem hervorragenden 13. Platz. Das macht Hoffnung für die Zukunft, aber wie gesagt, wenn man schaut, wen er da hinter sich gelassen hat, dann ist das einfach nur sehr, sehr große Klasse. Das muss man sagen. Der nächste war dann Suojin Liu. Upsa. Der ist 88. geworden. Ja, das ist dann schon weniger herausragend. Aber macht ja nichts. Macht ja absolut nichts. So, als nächstes sehen wir uns dann zur 5. Etappe der Vuelta Ciclista Catalunya. Eine schöne Bergetappe. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne, bis dorthin, schöne Grüße, euer Fritte. Ciao.